An diesem Abend, ja, an dem 12. August 2018, an diesem Abend vom Tag des Herrn, machen wir weiter mit der Predigt von heute Morgen. Titel: Die Herrlichkeit des Christus wurde sichtbar in seinem hohenpriesterlichen Gebet, Teil 2. Bibelstelle: Johannes 17, Vers 1 bis 10. Und auch Verse 21 bis 26. Lass ich einen einzigen Punkt heute Abend behandeln, aber es ist ein dreifacher Punkt. Und zwar: Die Liebe Gottes des Vaters und die Liebe des Christus ist entscheidend. Und diese Liebe wird gezeigt, durch dass wir zwei Geschenke von Gott, dem Vater, durch Christus und in Christus erhalten. Weil wer wahrlich liebt mit einer heiligen Liebe, und wer auf eine unendliche Weise liebt, und dies ist Gott, Vater und Sohn und Heiligen Geist, werden definitiv die Geliebten, ihre Geliebten nur ihre besten Gaben schenken. Und die zwei besten Gaben, die als Beweis der göttlichen Liebe offenbart werden, auch in diesem wunderbaren hohenpriesterlichen Gebet, ist die Heiligkeit Gottes und die Herrlichkeit Gottes. Einfach nur diese zwei. Die Heiligkeit Gottes und die Herrlichkeit Gottes. Kein Wunder deswegen, dass diese drei Dinge, die ich erwähnt habe, die Liebe Gottes, des Vaters und des Christus, die Heiligkeit Gottes, des Vaters und des Christus, und die Herrlichkeit Gottes, des Vaters und des Christus so prominent sind in diesem Gebet. Weil diese drei Dinge sind alles. Alle die anderen Dinge sind dabei inbegriffen. Wie häufig finden wir die Liebe des Vaters für uns in diesem Gebet? Und die Liebe des Christus. Die Antwort ist in jedem Wort und in jedem Vers. In jedem Satz und in jedem Satzteil. Mehrmals indirekt, ohne dass die Liebe erwähnt wird beim Namen. Andere Male wird die Liebe beim Namen erwähnt. Alles, was ich heute Morgen gepredigt habe, bezüglich dieses Gebetes, als hohepriesterliches Gebet, deutet auf die unendliche, einzigartige, herrliche, köstliche, göttliche Liebe Gottes, des Vaters zu uns und vom Herrn Jesus zu uns. Dass er ihm Vollmacht über alles, alle Menschen gegeben hat, Vers 2, um uns zu retten durch Jesus Christus, um seine Vollmacht zu benutzen, um uns zu retten. Um uns den Vater schenken zu können, um sich selbst für uns für sich zu bekommen als Christus, deutet auch auf absolute Liebe. Eine einzigartige, unendliche, göttliche Liebe. Dass sie gemäß Vers 3 uns ihr beste Gabe schenken, das ewige Leben, durch das wir den Gott, den Vater, immer besser erkennen, Christus, seinen Sohn, immer besser erkennen, deutet doch auf die wahre, unendliche, göttliche, heilige Liebe. Dass der Herr Jesus Christus getan hat, was in Vers 4 geschrieben steht. Und zwar: Ich habe dich verherrlicht auf Erde. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Welches Werk hat der Herr Jesus vervollständigt? Er hat alles getan, ein Schritt nach dem anderen. All was noch übrig geblieben war, war Gethsemane und sein Heilsweg zum Kreuz.
Golgotha und sterben am Kreuz. Aber dies war so nahe gerückt, in seinen Gedanken war ich schon wie vollständig gewesen. Aber warum hat er das Werk, das sein Vater ihm gegeben hat, vollendet? Aus reiner Liebe zu seinem Vater, und deswegen, aber auch aus reiner Liebe zu uns. Weil alles, was er getan hat, hat er für seinen Vater getan und für uns getan und für alle seine auserwählten geliebten Menschen, für die auserwählten geliebten Menschen des Vaters. Weil das Werk, das er getan hat, war für die Errettung der auserwählten Menschen, geliebten Menschen Gottes, und um sie vorwärts zu bringen auf dem Heilsweg mit Gott, dem Vater und mit Christus, bis sie letzten Endes das vollständige Heil bei Gott und Christus, Gott dem Vater und Christus erfahren, genießen werden, bis in alle Ewigkeit. Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Nichts ist so bereichernd, als um den Namen des Vaters kennenzulernen. Mit anderen, was es bedeutet, dass Gott diesen Namen hat, der Allmächtige, zweitens der Wahrhaftige, drittens der souveräne Vater, Gott und Vater, viertens der liebende Gott und Vater und fünftens der treue und so weiter und so weiter. Durch dass er alle die Merkmale und alle Tun von dem Vater seinen Jüngern bekannt gemacht hat, dadurch hat er gezeigt, weil ich euch mehr liebe, mit einer unendlichen Liebe liebe, habe ich euch belehrt bezüglich was wichtiger und köstlicher und entscheidender als alles andere ist, zwar Namen des Vaters. Die Tatsache, dass er sie so wertgeschätzt hat, wie er es zum Ausdruck gebracht hat, der Herr Jesus, in den Worten von 6b, deutet auf eine unendliche Liebe. Eine Frau, die ihre Schatzkiste öffnet und die andere guckt nicht und sie schaut ihre Diamanten an und dann ihre Juwelen, ihr Gold und Silber. Lied garantiert ihre irdische Schätze mehr als andere Dinge. Und sie ist in der Macht von Mammon. Und so, die bloße Tatsache, dass wir hier aus Vers 6b ableiten können, dass wir die köstlichste Schätze des Vaters und des Sohnes waren und bleiben werden, deutet auf eine unbegreifliche, unendliche Liebe, die sie zu uns haben. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein. Sie waren dein. Der Vater hat gewusst, welche Leute ihm gehörten, bevor er Christus die Welten geschaffen hat. In Ibrahim, den Ratschluss des Vaters, hat er schon gewusst, diese Person, Benjamin und diese Person, Jolanda und so weiter, habe ich für mich selbst erwählt. Diese Leute gehören mir schon, obwohl sie noch geboren werden mussten. Die Erde muss noch geschaffen werden, worin sie leben werden. Aber ich habe sie für mich schon erwählt, weil ich will sie haben für mich selbst, weil sie so köstlich schon jetzt in meinen Gedanken, in meinem Herzen sind. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Der Vater ist der erste Autoritätswesen, das erste Autoritätswesen und die erste Autoritätsperson im ganzen Universum, so wird es bleiben, hat er, nicht Christus, die Leute auserwählt. Obwohl Christus auch Jünger auserwählt hat, um für ihn zu arbeiten. Er hat doch gesagt, ihr habt mich nicht auserwählt, ich habe euch auserwählt, um euch angestellt, um Früchte zu bringen, aber dies hat er getan als Nachahmer des Vaters. Der Vater ist der auserwählende Gott und Vater. Deswegen lesen wir immer im Neuen Testament, der Person, die göttliche Person, die Auserwählung gemacht hat, seine Leute auserwählt hat, ist ausnahmslos Gott der Vater. Gott der himmlische Vater. So, sie gehörte nie. Was er tut, tut er mit Erfolg. Ich wähle sich für mich selbst. Sie gehören mir schon, obwohl sie noch geboren werden müssen, noch gerettet werden müssen. In der Zukunft.
Aber mein Sohn, dies war in der vergangenen Ewigkeit, bevor es noch ein einziger Engel gab oder ein Planet, Sterne, Bäume, Pflanzen, Gras, Hügel, was auch, Flüsse und so weiter, Ozean, Meeren. Ich gebe dir, Susanna, mein geliebter Sohn, ich gebe dir Rosa, ich gebe dir Mario, ich gebe dir Johann, ich gebe dir Lisa, ich gebe dir Thomas, ich gebe dir Billy und so weiter. Der himmlische Vater gibt immer die besten Gaben. Er gibt die besten Gaben, die er zur Verfügung hat. Deswegen hat er Jesus immer als den freigebigen Vater bezeichnet. Obwohl es wie ein Skorpion aussieht, ist es ein was? Es ist ein Ei. Obwohl es wie ein Stein aussieht, ist es Brot. Und so weiter. Und so ist der himmlische Vater, aber er beschenkt immer seinen Sohn zuerst, bevor er seinen anderen Auserwählten beschenkt. Weil Christus ist der erste Auserwählte. Er hat ihn erwählt, um sein Knecht zu sein, um seine Geliebte zu sein. Deswegen lesen wir in Kolosser 1, dass er der Sohn Gottes ewige Liebe ist. Und er hat gesagt, weißt du was? Bevor ich dich beauftrage, bevor ich dir ein Liebesgebot gebe, für die Leute Mensch zu werden, dich zu entäußern hier in dem Himmel, dich zu erniedrigen zu können und Mann der Schmerzen und Leiden bekannt zu leiden, um sie zu gewinnen für dich und für mich und für dich, schenke ich dir zuerst diese Menschen. Wie ermutigend musste Jesus Christus, der Sohn es gefunden hat, bevor er noch Jesus Christus war. Er hat den Namen gekannt. Er hat uns völlig erkannt, lange, tausenden von Jahren, bevor wir geboren worden sind. Und er hat sich mit dem Vater zusammen gefreut, zusammen hat er sich gefreut. Wir haben Reichtümer, 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 unsere eigenen geliebten Menschen. Der Vater wollte Vater sein. Ich werde Heilige sehen und Töchter für mich bekommen. Deswegen steht es in Römer 1, in Vers geschrieben, lasse ich euch zeigen. Römer Kapitel 1, Vers 4 und 5. Und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unser Herr. Nein, tut mir leid. Epheserbrief, Epheserbrief, Kapitel 1. Epheser Kapitel 1. Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat schon. Lass uns davon vergessen, um gesegnet zu werden. Wir sind schon gesegnet worden. Wir müssen nur feststellen, was für Segen wir schon erhalten haben. Mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen, in Christus. Alles, was Gott hat in den himmlischen Regionen. Dort hat er Frieden, Freude, Reichtümer und einfach Vollmacht und Kraft und das Vermögen, um Künstler zu bleiben und so weiter. Dies alles hat er dort und dies hat er uns schon geschenkt, weil Christus dies an unserer Stelle am Kreuz Golgotha verdient hat. Er hat ausgerufen, es ist verbracht. Er ist auferstanden dafür. Er ist zum Himmel aufgefahren dafür. Er ist zu diesem Ziel eingesetzt worden als das Haupt. Gepriesen sei der Gott, wieder der Gott und Vater. Nicht gepriesen sei der Gott. Wieder wie in Epheser 3, 14, hier auch wieder. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Diese Bezeichnung hat Paulus benutzt, um uns zu zeigen, weil er der Gott und Vater von dem Erlöser ist, von dem gesalbten Messias, ist er auch unser Gott und Vater, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Es gibt keine Segnungen, die Gott hat, die er nicht mit uns geteilt hat, die uns schon geschenkt hat. Rede niemals, als ob du noch nicht alles erhalten hast. Rede doch nicht Quatsch, bitte.
Du hast alles. Mit jedem geistlichen Segen, aber wo? In den himmlischen Regionen. In Christus, in dem himmlischen Christus, wo er schon eingesetzt worden ist, in seiner Allmacht, in seiner Vollmacht, in seiner Autorität. Vers 4, wie er uns in Christus auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt. Mit anderen Worten, doch bevor er die Welt geschaffen hat. Damit wir heilig und tadellos seien, vor ihm seien. Richtige Übersetzung. Trotz was dieser Mann, der euch so ein Quatschding geschrieben hat, gedacht hat, er hat mich widerlegt, aber er hat eine Puppe aus Stroh aufgebaut und diese Puppe kaputt gemacht und dachte, er hat Johannes zerschlagen. Hat die richtige Lehre zerschlagen. Es kommt ein Punkt nach, auf die richtige Weise, muss es so sein, ein Punkt. Und deswegen gibt die gute neue Übersetzung aber einen Punkt dort. Damit wir heilig und tadellos seien vor ihm. Okay, wir haben gesagt, wir werden später über die Heiligkeit reden. Hier haben wir die Heiligkeit. Und dann fängt ein neuer Satz an. Vers 13 und Vers 4. In Liebe hat er uns, in Liebe hat er uns vorher bestimmt, um errettete Sünder zu werden. Nein, diese Bezeichnung passt nicht. Er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft. Warum wollte der Vater unseres Herrn Jesus Christus, deswegen unser Vater auch, uns zur Sohnschaft vorher bestimmt? Weil, wie wir heute Morgen gesagt haben, ihr wisst doch, nur abnormale Leute, die ohne natürliche Liebe sind, aber sie sind die wenigsten Ausnahmen. Es gibt die wenige Ausnahmen diesbezüglich. Die meisten Eltern, die meisten irdischen Väter und Mütter lieben ihre eigenen Söhne und Töchter mit einer Sonderliebe. Wenn ich die Dame fragen würde, liebst du deine zwei Söhne mehr, als was du die anderen Knaben in der Gemeinde liebst? Wird sie denken, ist Johann verrückt? Was für eine dumme Frage. Und in der Tat eine törichte Frage. Mein eigenes Fleisch und Blut. Und du stellst mir diese Frage. Und wenn mein Papa fragen wird, sind deine vier Kinder dir köstlicher und liebst du sie mit einer größeren Liebe, viel intensiver Liebe, als was du die anderen Kinder in der Gemeinde liebst? Wird er mich auch komisch angucken, wenn er noch normal ist, wäre. Versteht ihr, was ich meine? Und ebenso, Gott sagt, ich habe eine Sonderliebe zu den Leuten, die ich vorherbestimmt habe als Vater, um meine Söhne zu sein. Die sogenannten Töchter sind auch Söhne. Wie gesagt habe, finden die Bezeichnung Töchter nur in 2. Korinther 6 einmal. Weiter Söhne, Söhne, Söhne und in diesem Fall Einzahl Sohnschaft, Sohnschaft, Sohnschaft. Du bist vorherbestimmt. Bestimmt worden zur Sohnschaft. Zur Sohnschaft, weil der Vater wollte ein geliebtes Kind bekommen. Ein sehr unendlich, einzigartig geliebtes Kind. Entweder Mann oder Frau, aber trotzdem Sohn des himmlischen Vaters. So er wollte seinen Sohn behalten als Sohn seiner ewigen Liebe. Kolosser 1, Vers 3. Er hat sich an ihm geklammert, mein Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Die Liebesbeziehung, die ich mit dir erfahren habe bis jetzt, kann man mit nichts vergleichen. Weil es ist eine perfekte Liebesbeziehung. Es gibt von uns, die das so bevorrecht sind, wir haben gute Ehebeziehungen. Trotzdem gibt es so 0,1% Ärger in der Ehebeziehung. 0,1% ist wenig, oder? Aber weniger als 1%. Aber diese 0,1% verursacht, dass die Liebesbeziehung nicht perfekt ist. Andere Leute haben den Nachteil, sie haben schlechte Ehebeziehungen. Es ist eine Folterung. Die Leute wollen kaum heimfahren, weil es ist so eine Folterung zu Hause. Aber im Vergleich zu den besten Ehebeziehungen hier, ist diese Beziehung zwischen Gott und seinem Sohn und eine perfekte Beziehung,
Und er sagt, meine Beziehung mit euch als meine anderen Söhne sollte auch super gut sein. Es wird super gut sein, weil er hat uns umgewandelt, um mit ihm in Harmonie zu sein. Er genießt die Beziehung mit uns und wir die Beziehung mit dem Vater und mit dem Sohn als Liebesfestbeziehung, weil er uns umgewandelt hat. Und lass jeder Christ hier anders reden, niemand wird mich hier widersprechen. Wir, ab der Zeit, dass er dich wirksam berufen hast, ist dein himmlischer Vater und der Herr Jesus mit dem Heiligen Geist zusammen deine größte, wichtigste, köstlichste Schätze. Liebst du ihn in der Tat mehr als alle anderen und als alles andere. Aber so ist auch von seiner Seite, der Unterschied ist nur, seine Liebe zu uns ist ewig und perfekt und kann nicht sich abwechseln, kann nur dieselbe bleiben als unendliche Sonderliebe, perfekte Liebe. In Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Und dann die köstlichen Worte, für sich selbst. Ich will sie für mich bekommen. Die Leute, die nicht eigene Kinder bekommen können, denken immer wieder daran, sollten wir nicht Kinder adoptieren. Weil es ist normal für normale Väter und Mutter, um Kinder haben zu wollen. Für uns selbst. Gott sagt, für mich selbst wollte ich euch haben. Um euch zu genießen. Um euch reichlich beschenken zu können, wie ein Vater seinen Sohn beschenkt. Aber nein, nur viel besser und viel wunderbarer und köstlicher, weil die Liebe, die ein irdischer Vater zu seinem Sohn hat, ist wie Hass im Vergleich zu Liebe vom himmlischen Vater zu deinen geistlichen Söhnen. Deswegen hat er gesagt, ihr seid böse Väter im Vergleich zu mir als der gute Vater. So hat er Jesus ihn bezeichnet. Wie uns ihn offenbart, auch in Worten. Und seine Liebe zu uns ist köstlich und unsere Liebe zu ihm ist auch, ihm auch sehr köstlich. So, dies finden wir in Johannes 17. Er wollte uns als seine geliebte Söhne bekommen und deswegen hat er Christus alles gezeigt, alles offenbart, alles tun lassen und hat Christus auch alles getan, was notwendig und nötig war, um uns als Teil von seiner köstlichen Braut zu bekommen und hat der Vater ihm gestärkt in allem und ihm seinen Ratschluss offenbart und unterstützt durch den Geist, um alles schaffen zu können, mit dem Vorhaben, meine heilige Söhne und Töchter, meine geliebte Söhne und Töchter werde ich bekommen und ich werde sie genießen. Ich werde sie für mich selbst haben und behalten. Okay. So, ich werde später wieder über die Liebe reden. Aber in meiner Orientierung von heute Abend gesagt, ich predige einen einzigen Punkt, einen dreifachen Punkt. Wer dieser Vater beschenkt uns nur mit seinen besten Gaben. Und seine zwei besten Gaben, habe ich gesagt, sind Heiligkeit und Herrlichkeit. Dies ist alles. Alles ist darunter inbegriffen. Und deswegen finden wir diese zwei so häufig hier. So lass uns über die Herrlichkeit reden und über die Heiligkeit reden und dann machen wir weiter mit der Liebe, dann schließen wir ab, so 3 Stunden später oder so. Okay. Um unser Erlöser zu werden, musste Christus als der Heilige geboren werden. Aus dem Grund, was ich heute Morgen schon zu euch erwähnt habe, und zwar Römer Kapitel 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt, und jeder verlorene Mensch muss als Sünder bezeichnet werden, weil er sündigt die ganze Zeit, auch wenn er sogenannte gute Dinge macht, durch das er Gott nicht liebt mit seiner Liebe und nicht an Christus glaubt, durch das er Dinge vernachlässigt, sündigt er jede Sekunde seines Lebens, wenn er wach ist. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Die Herrlichkeit und die Heiligkeit verfehlen diese Leute. Und deswegen
musste Gott uns dies schenken. Er hat gewusst, dies werden wir nicht selber bekommen können. Tod und in Sünden, Schlamm und absolut unheilig und böse. Ein böses Herz, ein böses Motiv, egoistisch geprägt, alles für mich selbst. Nicht Gott gesucht, nicht Christus gesucht, nur egoistisch gelebt wie ein Parasit. Und deswegen musste er uns reichlich beschenken. Und deswegen musste, um uns reichlich beschenken zu können, musste Christus, der heilige Sohn Gottes in dem Himmel war, der heilige Mensch werden in dieser Welt. Und dies ist genau, was stattgefunden ist. Dies so hat Gott seine Liebe uns gegenüber gezeigt. Um uns die erste Gabe zu schenken, die Heiligkeit Gottes, des Vaters und des Sohnes. Christus konnte uns doch nicht seine Heiligkeit schenken, die Heiligkeit des Vaters uns vermitteln, wäre er nicht selbst heilig gewesen. Und dies ist eine sehr interessante Aussage in der Bibel. Lukas 1 und Vers 35. Höre doch. Maria aber sprach zu dem Engel, Vers 34, wie kann das sein, dass ich von keinem Mann weiß? Kein Mann hat mit mir sexuelle Gemeinschaft gehabt. Wie könnte ich plötzlich ein Kind gebären? Sie war ganz durcheinander gebracht. Und Gottes Engel antwortete, Vers 35, und sprach zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen. Keine sexuelle Gemeinschaft wird er mit dir haben, aber er wird über dich kommen. Und er wird ein Wunder tun und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Wie gut passt dies zu unserer Mittwochabend-Andachten? Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige. Im Normalfall sagen wir, der Heilige Christus, hier ist es übersetzt worden als das Heilige. In den Englischen ist es gut übersetzt worden aus dem Griechischen, das heilige Ding. Es ist so schwierig, um es zu übersetzen, that holy thing. Obwohl Christus nicht ein Ding ist, das heilige Ding. Sie, man kann es kaum in Worten stellen. So mysteriös und geheimnisvoll und wunderbar hat unser Gott und Vater gewirkt. Deswegen nicht der Heilige hier, sondern das Heilige. Das Heilige, darum wird das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Was habe ich euch heute Morgen gesagt? Es geht um eine Vater-Sohn-Beziehung. Nachdem Jesus Christus geboren ist, haben sie nicht sofort gesagt, er ist Sohn des Menschen. Sie haben zuerst gesagt, er ist Sohn Gottes, des Vaters. Sohn, 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 das Heilige, völlig heilig, weil er war ein Mensch wie wir, völlig Mensch, weil er aus einer Frau geboren ist, aber war heiliger Mensch, sündenlos, tadellos, makellos, weil er Heilige Geist Maria schwanger gemacht hat. So musste er werden, anders konnte er uns nicht heilig machen und konnte unser himmlischer Vater uns nicht beschenken mit seiner Heiligkeit. Wir haben schon aus Epheser 1 und Vers 4 festgestellt. Lass ich dies euch wieder vorlesen. Ich schreibe einfach Dito, dann wissen die Leute, was ich meine. Dito, D-E-T-T-O. Dann, aber hier sage ich nicht Dito, hier wiederholen wir es noch einmal. Epheser Kapitel 1, die Betonung. Davor war auf Teil 2, in Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Aber hier, Epheser Kapitel 1 und Vers 4, wie er uns in Christus auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien, Punkt. Richtige Übersetzung, Punkt. Gott hat in seine Gedanken gewusst. Ach, wunderbar!
Dies werde ich schaffen, niemand kann mich verhindern. Die Zenu-Tochter, die in meiner Gegenwart leben werden heilig und tadellos sein. In einem bestimmten Sinn bin ich schon völlig tadellos und perfekt. Darf ich euch zeigen, in welchem Sinn ich schon tadellos und perfekt bin? Um euch dies zu zeigen, zeige ich euch Hebräer Kapitel 10, Verse 10 und 14. Hebräer Kapitel 10, Verse 10 und 14. Ach, es ist schwierig, um so blättern zu müssen. Vers 10. Vers 9. Denn dann fährt er fort, siehe, ich komme um deinen Willen, o Gott, zu tun. Der Herr Jesus sagte, o Gott und Vater, dein Gesetz ist mit meinen Organen verflochten, ebenso wenig, wie ich ohne meine Organen lebendig bleiben kann, kann ich da ohne existieren, als sei dein Sohn, ohne dein Wille zu tun, aus reiner Liebe zu dir. Gehorsam bleibt immer der erste und der endgültige Beweis von der wahren Liebe. Gehorsam, Gehorsam, all jenem Gebot. Und es stand in der Buchrolle von ihm geschrieben, in Psalm 40, Vers 8, in dem Kontext von diesem Vers. Hier auch. Ich komme, sagte der Herr Jesus, der ewige Sohn Gottes, der nur noch pur Geist war und noch nicht Christus war, noch nicht Mensch geworden war. Ich komme, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Und dann Vers 10. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Und zwar ein für allemal. Hat dies mit meiner Praxis zu tun? Dies hat aber nichts damit zu tun. Diese Aussage hat mit meiner Stelle zu tun. Höre wieder. Aufgrund dieses Willens Gottes, des Vaters, sind wir geheiligt. Geheiligt worden. Was hat der Autor des Hebräerbriefes gemeint? Wie heilig hat Gott mich gemacht? Die Antwort, so heilig wie Christus es ist, so heilig bin ich. Gottes Bezeichnung nach, Gottes Geschenk nach. Er sagt, ich habe dich zu diesem Ziel und Zweck in dem heiligen Christus hineingebracht. Und er wohnt in dir als der heilige Christus. Deswegen betrachte ich dich als ebenso heilig. Aber weißt du warum, Johann? Ich musste einen Grund haben, um dies zu schaffen, weil ich bin der gerechte Gott. Ich konnte nicht ungerecht handeln. Ich musste richtig und fair handeln. Und um richtig handeln zu können, musste mein Sohn sein Leib am Kreuz Golgotha opfern für dich. Das ist, was hier gemeint ist. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt, völlig heilig gemacht worden, abgesondert für Gott. Durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Geopfert am Kreuz und dann ein für allemal. Christus musste nur einmal sterben. Er musste nur einmal die Strafe an meiner Stelle tragen, an deiner Stelle. Dies hat er getan und als er ausgerufen hat, es ist vollbracht. Die Preis ist völlig bezahlt worden. Das Lösegeld habe ich völlig bezahlt. War es erledigt gewesen. Gott, dein Vater, hat es akzeptiert. Deswegen hat er den Vorhang zerrissen in zwei von dem Tempel und zeigen, der Weg ist offen. In diesem Sinn bin ich schon heilig und tadellos. Meine Stelle nach, damit ich Freiraum haben kann und behalten kann, um immer heiliger zu werden in meiner Praxis. Deswegen kann ich die fortwährende, fortschreitende Heiligung als Ziel und Zweck anstreben, wo ohne ich Gott niemals sehen wird in den Himmel. Dies finden wir doch später in dem Hebräerbrief. Es ist Hebräer 12 oder Hebräer 13. Hebräer 12, Vers 14. Jagt nach dem Frieden mit jedermann. Wer nicht den Frieden mit jeder Person nachjagt, zeigt nicht, dass er Kind Gottes ist. Ist völlig ungehorsam. Zeigt nicht, dass er oder sie der Geist des Christus hat. Und jagt auch nach der Heiligung.
ohne die niemand den Herrn sehen wird in der Zukunft, sehen wird Zukunft, in dem Himmel. Ist dies dieselbe Heiligung, wovon wir in Hebräer 10 und Vers 10 geredet haben? Nein. Hebräer 10 und Vers 10, ein Geschenk, weil Christus dies für mich erworben hat. Was er getan hat, hat er nicht für sich selbst getan, er hat dies für dich getan. Er hat an deiner Stelle heilig gelebt und ich rechne dir dies zu. Was für ein Vater haben wir? Was für ein Jesus Christus Sohn haben wir, der bereit war, der begeistert davon war, um diesen Preis für uns zu diesem Ziel und Zweck zu bezahlen. Und weil ich weiß, ich bin völlig heilig, wenn Gott mich anschaut, sieht er mich nicht mehr als Sünde. Ich habe euch gesagt, es gibt einen Mann, einen Prediger, der dies eingesehen hat. Er heißt Paul Washer. Ich war so glücklich und froh. Ich habe zusammen gesagt, weißt du was? Eine Person ist mit mir einverstanden. Die anderen Reformierten sagen, wir sind Sünder, Sünder, Sünder. Von den anderen Mann, die über die Freude reden, weiß ich nicht, was er glaubt. Aber er hat Bescheid gegeben, wo lesen wir, dass wir noch Sünder sind? Wäre doch fatal und verrückt, um zu denken, Paulus hat, dass er gemeint hat, ich bin immer noch der größte Sünder. Er war der heiligste Mann nach Christus, die meiste gute Werke getan. Er hat nicht gemeint, ich bin immer noch der größte Sünder, ich sündige noch mehr als alle die anderen. Dies hat er nicht gemeint. Man muss doch die Bibel so ein bisschen mit Einsicht lesen. Er war auch konsequent. Ihr seid die Heiligen Gottes und die Geheiligten in Christus und die Heiligen Gottes und die Geheiligten in Christus. Er hat gewusst, mein Vater im Himmel sieht mich als völlig heilig, obwohl ich so ein erschreckender Sünder war, mehr gesündigt habe in meinem alten Mensch, als Saulus von Tarsus, mehr als alle anderen. Habe ich Macht und Autorität und Vollmacht gehabt und auch die Fähigkeit, um sie zu verfolgen, sie verhaften zu lassen, sie foltern zu lassen, sie töten zu lassen. Aber jagt nach der Heiligung. Dies ist die fortschreitende Heiligung. Wie er, der euch berufen hat, heilig ist, sollt ihr in eurem ganzen Lebenswandel heilig werden. Spurgeon konnte es nicht glauben, dass J.C. Riley getan hat, was er getan hat. Er sagt, was machst du, Riley? J.C. Riley unter den falschen Pastoren. Ich lese es jedes Mal in seinen Kommentaren über den Psalm. Wir haben gestern darüber geredet. Man geht nicht zu den Geburtstag von bestimmten Leuten, weil sie sind böse Leute. Weil die Bibel lehrt uns, und Paulus hat uns belehrt, schlechte Gespräche verderben gute Sitten. Man darf kein Weltmensch als Freund betrachtet und haben. Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott, eine Bekannte. Aber mit ihm viel Kontakt zu haben. Spurgeon hat gesagt, bleibe weg. Tue, was Psalm 1 sagt. Nehme dir keine Zeit, um unter den Spötteren zu sitzen und die Lästerer. Jag aber nach den Frieden mit ihnen, auch ohne sich dich unter ihnen zu befinden, und jage der Heiligung nach. Mit anderen, wie der Jäger auf dem Spur von dem Tier bleibt, bis er ihn erschossen hat und für sich selbst bekommen hat, das Fleisch vorzubereiten zu können und das Fleisch mit seiner Familie zusammen essen zu können, müssen wir auf dem Spur von der vollständigen Heiligung bleiben in unserem ganzen Wandel. Unsere Gedanken sollten immer heiliger und reiner werden. Unsere Worte, unsere Werke, unsere Prägung, worüber wir nachsinnen, wonach wir uns sehnen. Und dies kann nicht stattfinden, wenn du dich freiwillig so häufig triffst mit bösen Menschen. Vergesse davon. Ohne die niemand den Herrn sehen wird. So die Person, die nicht immer heiliger wird, ist verloren, ist nicht gerettet. Er sagt, er wird Gott nicht sehen, er kann davon vergessen, er wird nur die Hölle sehen, die Folterung in der Hölle. Gott in dem Himmel wird er nicht sehen. Wirst du immer heiliger? Ist dies dein Ziel und Zweck? Bist du dankbar genug für Hebräer 10 und Vers 10? Dass du sagst, oh mein Vater, du hast mir Jesu Christi Opfer am Kreuz geschenkt, um mir die Stelle von völlig heilig sein für dich und für ihn abgesondert zu schenken. Aber du hast mir deinen Geist geschenkt als der Geist der Heiligkeit
und mir ein neues Herz geschenkt und deine Gesetze in meinem neuen Verstand, in meinem neuen Herz eingraviert, damit ich in der Lage sein würde, geführt von diesem Geist der Heiligkeit, um immer heiliger zu werden in allem, in jedem Bereich. Und dies ist das Zeichen, dass man wahrlich neu geboren worden ist. Man hasst alle Ungerechtigkeit, man liebt nur alle Gerechtigkeit, man will so heilig werden, wie man es werden kann in dieser Weltzeit. Aber lass uns Hebräer Kapitel 14, Vers 14 auch lesen. Hebräer Kapitel 10, Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er, Gott der Vater, diejenigen für immer vollkommen gemacht oder vollendet, welche geheiligt werden. Hier haben wir zwei Zeitformen. Wir haben hier, das ist schon abgehandelt, Gott hat uns schon für immer vollendet. Was unsere Stelle betrifft, Gottes Bezeichnung nach, Gottes Aussage nach, kann er mich nicht heiliger machen. Diesbezüglich bin ich so heilig wie Christus ist. Deswegen, was ist einer meiner Namen? 2. Korinther Kapitel 10. Ich bin der Gerechtigkeit Gottes in Christus. Meine Stelle. Bin ich so heilig und gerecht? Mein Name ist die Gerechtigkeit Gottes. Johann hat einen anderen Namen. Abraham Johannes, die Gerechtigkeit Gottes von weg. Aber in Christus. Ein Geschenk, weil Christus dies für mich verdient hat. Weil er hat zuerst 30 Jahre lang heilig gelebt und letzten Endes 33,5 Jahre lang heilig gelebt, all Gottes Gebote halten, damit ich dies als Geschenk erhalten kann. Davor war ich unter dem Fluch des Gesetzes, Galater 13. Aber Vers 13, er hat uns freigekauft von dem Fluch des Gesetzes. Er hat für uns verflucht geworden, Sünder geworden und alles. Aber er hat heilig gelebt und als der heilige Mensch Gottes und Sohn Gottes für uns heilig gelebt. Und das, damit wir dies als Geschenk erhalten können. Ich bin Gottes heiliger Sohn. Völlig vollkommen gemacht. Perfekt heilig. Aber danach kommen die fortschreitenden Heiligen in demselben Vers, Vers 14. Mit einem einzigen Opfer, ja, mit dem Opfer Christi am Kreuz Golgotha hat Gott, der Vater, diejenigen für immer vollkommen gemacht, welche geheiligt werden. Geheiligt werden deutet auf kontinuierlich. Er macht uns immer heiliger, immer heiliger, immer heiliger, immer heiliger. Dies ist das Ziel und das Zweck von Geist des Christus, von himmlischen Vater, von Herrn Jesus Christus als Gottes Sohn selber vom Himmel herab. Vergesse nicht, ich muss heiliger und heiliger und heiliger und tadelloser werden in allem. Habe bitte kein anderes Ziel und Zweck für dein Leben, als was Gott der Vater und Christus ist für dich. Lass uns doch unsere Dankbarkeit zeigen. Wunderbar, Herr Jesus, du hast als Sohn Gottes den Preis für mich am Kreuz Golgatha bezahlt. Um mir in der Lage zu bringen, um perfekt zu sein. Und wenn mein Vater mich sehe, dann schaut er nicht meine falschen Werke an. Deswegen gehören diese Werke auch nicht zu meinen Früchten. Er sieht mich als Mann in Christus. Dies ist, warum wir mit Gott dem Vater im Einklang sein müssen. 2. Korinther 5, wir kennen niemand mehr nach dem Fleisch als natürliche Menschen. Auch nicht Christus und auch nicht an die Geschwister und auch nicht uns selbst. Du sollst wissen, dein Vater sieht dich als vollkommen heilig. Aufgrund Christi als Leistung. Was für ein Geschenk. Deswegen habe ich Freiraum, habe ich die Freimütigkeit. Wenn ich gesündigt habe, nehme ich einfach an, im kindlichen Glauben. Er hat es ernstlich gemeint. 1. Johannes 1, 7 und 9. Sünde habe ich ja. Ich strauchle noch häufig in der Sünde wie Jakobus auch, in Worten, in Werken, Gesinnung und alles. Aber ich tue Buße, dann ist mein Vater treu und gerecht, mir sofort zu vergeben, weil Christus hat den Preis bezahlt.
Aber er sieht nicht meine Sünden an, er sieht mich als sein heiliger Sohn in Christus. Und deswegen hat er die ganze Zeit lang ein Wohlgefallen an mir und an uns. Studiere 1. Johannes, 1. Korinther 1, Vers 1 und 2. Korinther 1, Vers 1. Die Geheiligten in Christus Jesus und zweitens die Heiligen in Christus. So sieht er uns. So hat Paulus die Leute begrüßt. Am Anfang seiner Briefe, seinen verschiedenen Sendschreiben. Wie köstlich und wie wunderbar. Jetzt zurück zu dem hohenpriesterlichen Gebet von Johannes Kapitel 17. Was hat der Herr Jesus getan als Sohn Gottes in dieser Welt gemäß Gottes ewigen Ratschlusses, um uns heilig zu machen? Vers 19 gibt uns die Antwort. Und er sagte seinem Vater, ich heilige mich selbst für sie. Damit, ja, Ziel und Zweck, auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Was hat der Herr Jesus gemeint mit diesen Worten? Ich heilige mich für selbst. Ich heilige mich selbst für sie. Ich heilige mich als Person selbst für diese geliebten Menschen von mir und von dir, himmlischer Vater. Sie haben dir gehört und du hast ihnen mehr geschenkt. Sie mir geschenkt. Vers 5 von Johannes 17. Er hat an uns gedacht, als er auf dem Weg zum Golgotha war, hat er daran gedacht, ich habe mich schon abgesondert für sie, für Johann, für Susanne, für Thomas, für Jakobus und so weiter. Weil ich werde dieses Werk vollbringen. Und dann wird mein Vater sagen, Johann, du bist heilig. Und du bist abgesondert, geheiligt für mich als Vater. Abgesondert von allen anderen Zielen und Zwecken, von deinen bösen Wegen, worauf du dich befunden hast als verlorener Mann. Und für den Teufel, für die Welt, du gehörst nur mir und meinem Sohn. Vater, er hat nicht gesagt, Vater, aber er gemeint, Vater, Vers 19, ich heilige mich selbst für sie. Er hat daran gedacht, als er es getan hat am Kreuz, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Geheiligt, perfekt heilig, unsere Stelle nach und immer heiliger gemacht in der Wahrheit von Gottes Wort, in der ungültigen Wahrheit Gottes, des Vaters, und zwar Christus. Und hat er auch in Vers 17 gesagt, Vers 19 ist indikativ, was er getan hat, mit welchem Ziel und Zweck. Gottes Sohn am Kreuz Golgotha, für dich und für mich als eine auserwählte, geliebte Menschen. Vers 17 ist eine Bitte zum Vater im Himmel, hat er gemacht. Und die Jünger waren wahrscheinlich super erstaunt. Heilige sie in deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Heilige sie in deine Wahrheit zeigt mir, es geht hier über mehr als bloß die Stelle in Christus. Weil es ist nicht die Wahrheit Gottes, die alleine, die mich abgesondert hat. Es ist das Opfer Jesu Christi am Kreuz hat mich abgesondert zu diesem Ziel und Zweck. Hebräer 10, Vers 10 und 14a. Aber heilige sie in deine Wahrheit bedeutet, was der Herr gesagt hat, ihr werdet die Wahrheit erkennen und diese Wahrheit wird euch frei machen. Was gemeint ist, kontinuierlich und immer mehr fortschreitend. Je mehr wir in der Wahrheit von Gottes Wort wohnt und lebt und die Wahrheit in uns, je mehr findet statt, was Johannes 15 uns lehrt. Bleiben wir durch sein Wort und seine Worte als Rebe in dem Weinstock und der Weinstock ist heilig und gerecht und tadellos und perfekt und werden wir immer heiliger. Man kann nicht in Gottes Wort bleiben und die gemäß Gottes Wort und Christi Worte handeln und nicht heiliger und heiliger werden in der Praxis. So jagen wir die fortschreitende Heiligung nach, wo ohne niemand den Herrn sehen wird.
Jetzt wissen wir bei dieser Zeit, die wahre Erretteten sind weniger, was die Zahl betrifft, als was die meisten Leute denken, oder? Aber lasse ich euch sagen, dass wir werden so weitermachen. Und was für eine Rolle spielt unser himmlischer Vater? Die Frage ist, hat er dieses Gebet erhört und ist er immer noch beschäftigt, um dieses Gebet, das der Herr just gebetet hat, zu erhören? Er hat nicht jedes Mal Vater gesagt, jeder sechste Satz hat er Vater gesagt. Weil dies ist, um Respekt zu zeigen, nicht jedes Mal zu sagen, Vater, Vater, Vater. Dies kannst du dein irdischer Papa sagen, jedes Mal, Papa, 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 Papa. Nicht dein himmlischer Vater. Einfach so ab und zu, um deinen Respekt zu zeigen. Du hast ihn Vater genannt, sechs Sätze davor. Bleibe dabei, wir wissen, du redest noch zu deinem Vater. So hat der Jesus dies, das perfekte Vorbild gezeigt. Aber was tut er? Hebräer, Kapitel 12, denke ich, lasse ich euch schnell zeigen. Hebräer, Kapitel 12, Vers 10. Okay, Vers 9. Jetzt werden wir reden über die Kindererziehung. Man kann die Ergebnisse deiner Erziehung von deinen Kindern ableiten, ob du sie richtig erzogen hast und beschäftigt bleibst damit, um sie richtig zu erziehen. Höre doch. Vers 9, zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher gehabt. Und das Ergebnis davon, und scheuten uns vor ihnen. Ich sehe so viele Knaben und Töchter, sie scheuten sich nicht für Papa. Sie scheuten sich nicht. Sie zeigen wenig Ehrbietung und Respekt. Dies zeigt, du hast falsch erzogen. Aber dann hat er die Anwendung gemacht. Er sagt, es geht so auf dieselbe Weise erzieht unser Vater. Was steht in Timotheus 3 geschrieben, Vers 16 und 17? Vier Dinge, zu vier Zielen und Zwecken ist Gottes Wort eingegeben worden als perfektes Wort, als fehlerloses Wort. Was wird als letztes erwähnt von den vier? Zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Gott ist unser Erzieher. Er hat Jesus Christus erzieht. Er hat ihm gelehrt, was es ist, was es bedeutet, um in der Praxis durch Leiden gehorsam zu lernen. In der Schule seines Vaters, als Sohn, hat er gehorsam gelernt. Und es war ein schwerer Kampf. Er musste sich selbst die ganze Zeit verleugnen, um dies schaffen zu können. Aber hier hat doch die Anwendung hier. Er war so gehorsam an Papa Isaac. Er hat Vater Abraham so respektiert, er hat sich nicht gewehrt, er hat Vater Abraham erlaubt, ihn auf dem Opferaltar zu legen, ihn festzubinden. So viel Ehrfurcht hat er für Abraham als ein irdischer Vater. Aber wie viel mehr Ehrfurcht und Respekt. Deswegen nicht liebe Vater, bitte nicht liebe Vater, sondern heilige Vater und gerechte Vater. Zeige so ein bisschen Respekt. Werde so ein bisschen biblische und folge Christi Vorbild nach und Pauli Vorbild nach, Vorbild in der Bibel nach. Deswegen sollten wir uns da nicht viel mehr dem Vater unserer Geister unterwerfen, dann werden wir leben. Ach, zu welchem Ziel und Zweck züchtigst du uns, mein Vater und unser Vater? Vers 10. Denn jene, unsere irdischen Väter, haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Ach, sie haben einfach ihr Bestes getan, aber so falsch gehandelt. Ich sehe rote Lichter, wenn jemand mir sagt, wenn ich meine Kinder erziehen will, dann bremsen sie. Dies kann sein. Aber dann warte ich auf deinen nächsten Satz. Aber ich erlaube sie nicht, sich für eine lange Zeit zu bremsen. Nachdem ich mit sie fertig bin, bremsen Sie nicht mehr. Das ist, was du mir auch noch sagen sollst. Vers 10.
Jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Sie haben einfach ihr Bestes getan, aber sie waren mehrmals so ahnungslos. Aber so viel anders ist im Fall von unserem Heiligen Vater. Er aber, unser Heiliger Vater, unser himmlischer Vater, zu unserem Besten. Er hat uns gezüchtigt zu unserem Besten. Er hat noch keine Fehler gemacht, alles richtig, jedes Leiden, jedes Stück Leiden und schwierige Sachen hat er in meinem Leben geschickt, nicht bloß erlaubt, um mir zu helfen, um heiliger zu werden. Dies war Züchtigung, Züchtigung, wieder Züchtigung, weil wir noch nicht so gehorsam sind, wie wir sein sollten. Aber höre doch weiter. Er aber, unser heiliger himmlischer Vater, hat uns gezüchtigt uns zu unserem Besten, damit wir Heiligkeit teilhaftig werden. Was für ein entscheidendes Wort habe ich herausgelassen. Damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Um einfach heilig zu sein, moralisch zu leben, ist schlecht. Deswegen habe ich gesagt, 98% von allen Sonntagsschulleiter und Leiterinnen und Lehrer und Lehrerinnen belehren die Kinder falsch. Auch in den christlichen Schulen mehrmals. Es wird dir nichts bringen, es wird nur das Werk des Teufels bringen, um zu sagen, du musst moralisch leben, du musst bloß Papa gehorchen und Mama respektieren, wenn du das Kind nicht sagen würdest, aber dies wird dir nichts bringen. Wenn du nicht ein Kind in Christus werden wirst, weil nur dann wirst du es in der Liebe des Christus tun. Bloß moralisch leben ist schlecht vor Gott. Christi Heiligkeit, Gottes Heiligkeit müssen wir teilhaftig werden. Gott macht uns heilig, wer heilig ist, weil sein Sohn hat ihn darum gebeten. Johannes 17 und Vers 17. Vater hat er gemeint, nicht gesagt, heilige sie in deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und was findet statt, wenn mich züchtigt? Dann merke ich, oh, böse Zeit, jetzt habe ich Probleme wieder. Und ich kann euch nicht sagen, wie mein Vater mich schon gezüchtigt hat. Ich war so ein. Lass ich jeden Bruder hier sagen. Wenn du den Teufel sehen wirst in einem Bruder, sage ihm, du bist noch arrogant. Der Teufel steht auf in dem alten Mensch. Du darfst ihm nicht sagen, dann hast du Probleme. Auf Englisch sagen sie, wenn du den Teufel widerstehst, dann flüchtet er. Wenn du den Diakon widerstehst, dann kommt er, stürmt auf dich zu und er tötet dich. Und so sind wir. Leute dürfen ihr Reihgebet sagen, ich bin noch so ab und zu so ein bisschen arrogant, stolz. Aber ich darf es nicht sagen. Nur er darf es sagen. Nur er sagt die Wahrheit. So egoistisch sind wir noch. Aber Tatsache ist, niemand von uns ist völlig befreit worden von Arroganz und Stolz. Habe ich Beweise dafür? Absolut. Matthäus 11 und Vers 29. Lass ich euch zeigen. Matthäus 11, es scheint mir, ich muss wieder nicht eine Bruchlandung, aber nach einer kurzen Zeit werde ich eine Notlandung machen müssen. Ich werde wieder nicht schaffen, was ich schaffen wollte. Aber Matthäus 11, solange wir die Dinge gut behandeln, was wir behandeln, wenn es muss gespeichert werden. Deswegen, auch wenn es ein bisschen länger dauern würde, nicht schlecht. Matthäus 11, Vers 29. Nachdem er uns erquickt hat, mit Antwort Vers 28 ist die Bekehrung. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so werde ich euch erquicken, ich werde euch lebendig machen. Jetzt bist du nicht mehr tot und Christus hat dich Ruhe geschenkt. Du bist errettet worden. Was ist deine erste Aufgabe, nachdem du errettet worden bist, direkt danach und sofort? Vers 29, 2 Sekunden später. Nehmt auf euch mein Joch. Joch des Evangeliums für den Herrn zu arbeiten, deinen Dienst zu machen. Und lernt von mir. Jetzt müssen wir Acht geben, auf wie wir vom Herrn Jesus lernen sollten, während wir sein Joch auf uns behalten, nachdem wir sein Joch auf uns genommen haben. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen
demütig. So was er uns sagt, ich werde dir in der Praxis lernen, mein Mitarbeiter, der als junger Ochse mit mir den Wagen des Evangeliums schleppt, wir schleppen zusammen, ich bin der alte, sehr erfahrene Ochse, du bist der junge Ochse. Ich werde dich lernen, was wahre Demut ist. Wirst du uns dies lernen, Herr Jesus? Ich werde euch lernen, was da wahre Demut ist. Durch das wir merken, wie demütig er uns gegenüber bleibt. Er redet schöner zu euch, als was ich zu euch rede. Er guckt euch nicht so böse an. Und er ist so liebevoll und so sanftmütig und geduldig. Aber dann ist dies die eigentliche Eigenschaft, die wir aus seinem Vorbild lernen, während wir in der christlichen ersten Liebesbeziehung mit ihm drin bleiben. Die Antwort ist nein. Lass uns weiterlesen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. Von Herzen demütig. Ich kann euch sagen, so, ich weiß nicht mehr, wenn ich 55 Jahre lang drehe, 57, ich bin schlecht mit Zahlen. Aber es geht in der Richtung von 60 Jahren Christ, wahre Christ. Und ich kann euch nur sagen, jeden Tag lerne ich noch besser, wie demütig mein Herr Jesus Christus ist. Wie demütig. Und warum hat die Lektion noch nicht aufgehört? Weil ich noch nicht völlig demütig bin. Quatsch! Du lebst in einem Albtraum, in einer falschen Fantasie. Du bist verführt vom Satan. Wenn du denkst, du bist völlig demütig, hast du dann nicht mehr ein sündhaftes Fleisch. Von Zeit zu Zeit sind alle von uns noch arrogant. Deswegen geht die Lektionen weiter, die Lektionen noch demütiger werden. Auf welche Weise schaut Jesus Christus an, wie demütig er ist. Wie demütig ist der himmlische Christus. Er ist so demütig, wie er damals war, als er in dieser Welt drin war. Wie viele Mal ist er zornig geworden, als er die Menschen ihm schlecht behandelt hat. Ich weiß von null Mal. 0,000. Zweimal ist er zornig geworden mit einem Heiligensohn, als er seinen Vater entehrt hat. Sie hatten ihn die Barte ausgeblickt, ihm in den Gesicht mit Fäusten geschlagen. Er hat sich nicht gewehrt, demütig, demütig ist er geblieben. Wisst ihr was, wenn ich mein Demut mit Christi Demut vergleiche, bin ich super stolz und arrogant im Verhältnis. Denkt ihr, ihr seid auch so? Oder seid ihr ebenso demütig, wie der Herr Jesus es ist? Denkt ihr, dass die Lektionen noch weitergehen müssen? Vitali hat gelächelt und bestätigt und Lia hat mit einem Amen geantwortet. Versteht ihr? Wie köstlich die Lektionen, so macht er uns heiliger. Weil zur fortschreitenden Heiligung, wo ohne wir Christus niemals sehen werden, müssen wir uns selbst verleugnen. Es ist nicht angenehm. Um in der Ehe die Dinge in Ordnung zu kriegen, wenn die Ehe nicht in Ordnung ist, musst du dich selbst verleugnen. Dann muss man nicht sagen, es ist schwierig, um es zu tun und deswegen tue ich es nicht. Was kennst du? Bist du überhaupt gerettet? Du sollst dich selbst die Frage stellen. Warte nicht auf mich, um dich zu fragen. Nur wenn du dich tagtäglich verleugnest, die Dinge, die du eigentlich tun möchtest, sage ich, verleugne mich um Christ, mein Kreuz auf mich zu halten, das macht nicht das Leben für mich schwierig, aber für Christus schön und für den Vater wohlgefällig. Um Gott und dem Vater und Christus gefallen zu können, immer heiliger zu werden, so zeigen wir, dass wir gerettet sind, dass wir dankbar sind, dass wir in dem Prozess drin sind, von durch ihn belehrt werden. So, ich denke, bei dieser Zeit habt ihr gemerkt, wie entscheidend die Heiligung ist, um Gottes Heiligkeit teilhaftig zu werden als unser Vater und die Heiligkeit des Christus. Ach, wie heilig war der Herr Jesus doch. Wie heilig ist der Sohn Gottes immer noch. Er war so abgesondert von den Sündern, tadellos, perfekt, unter den Sündern, als Freund der Sünder bekannt. Aber trotzdem ist er rein geblieben. Frei geblieben, um nur seinen Vater in aller Heiligkeit
zu gefallen, gemäß all seiner Gebote. Seine Gedanken waren heilig und rein. Seine Gesinnung, seine Emotionen, sein Wille, seine Werke, sein Vorhaben, sein Alles. Und er hat alle Gerechtigkeit geliebt und alle Ungerechtigkeit gehasst. Die Salbung ruhte auf ihm und er tat, was der erste Adam nicht getan hat. Der erste Adam hat gezeigt, wie arrogant er noch war, weil er auf seine Frau gehört. Wer auf seine Frau hört, wenn die Frau nicht Gottes Wort redet, in Ibrahim Gottes Wort zeigt seine Arroganz. Wer sich wehrt, wenn er verhaftet worden ist in der Sünde und er wehrt sich, ich fühle mich verletzt, anstatt zu sagen, ich bin schuldig, Johann, du hast mich verletzt, dein Ton war nicht richtig, hast du deine Arroganz gezeigt. Gott sagt, du sollst dich nicht auf meinen Ton fokussieren, ich muss mich auf meinen Ton fokussieren vor Gott. Dies ist meine Sache vor den Herrn. Du musst dich fokussieren auf die Frage, habe ich richtig geredet? Hat ein anderer Bruder richtig geredet oder falsch? Weil er die Wahrheit dir gesagt hat, wie zeigen wir noch unsere Demut? Epheser 5, während wir einander untertan bleiben in Christi Furcht. Sodass du uns untertan bleiben in Christi Furcht. Zeigst du wirst immer demütiger und so wirst du immer heiliger. So wird den Rat des Vaters für deinem Leben immer wahrer und für unser Leben als Gemeinde. Dies ist, warum wir von den Schlacken immer mehr gereinigt werden müssen. Dies ist, warum wir unter einer hohen Temperatur kommen müssen, im übertragenen Sinn gemeint, nicht wortwörtlich gemeint, um zu lernen, uns auf Gott, dem Vater und Christus zu stützen, um heiliger und reiner zu werden in unseren Worten, unseren Werken, unseren Gedanken und allem, unser Streben zu Zielen und Zwecken. Alles. Wisst ihr was? Ich merke, wir werden nicht noch über die Herrlichkeit reden können. Dies wäre dann für nächstes Mal. Aber lasse ich euch nur doch noch eine Bibelstelle zeigen. 2. Thessaloniker Kapitel 1. Kennt ihr doch gut. 2. Thessaloniker 1, Verse 9 und 10. Hoffentlich hören wir damit auf. 2. Thessaloniker 1, Verse 9 und 10. Okay, was werden am Tag des Gerichts stattfinden, am Tag Jesu Christi wiederkommen? Er wird die anderen kaputt machen. Vers 8. Im flammenden Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Die Ungehorsamen sind alle unheilig und unrein. Was macht das Leben eines Menschen unrein und unheilig? Ungehorsam, nichts anderes. Okay, Vers 9, diese werden Strafe erleiden. So 1000 Jahre lang in der Hölle, dann befreit aus dem Fegefeuer. Ist dies, was hier geschrieben steht? Nein, höre, Vers 9. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben. Vom Angesicht des Herrn, weit entfernt natürlich, und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Dort wirst du deine Kraft nicht spüren, nur seine Folterungen. Vers 10. Aber sein Satz ist nicht fertig. Verliere nicht, nun meine Sätze sind ein Picknick im Vergleich zu Pauli-Sätze. Meine Sätze sind nicht ein Drittel so lange wie die Sätze des Paulus. Die meisten Übersetzer haben einfach Quatsch angerichtet und ihre Arroganz gezeigt und einen Satz zu 6 Sätzen gemacht. Wie dürfen wir dies tun? Wie dürfen wir den Heiligen Geist sagen und vorschreiben, wie Gottes Mann schreiben musste? Fehlerlos hat er geschrieben. Noch ein Satz. An jenem Tag, Vers 10, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinem Heiligen. Christus wird kommen mit einer mächtigen Erwartung, wunderschöne Erwartung. Wenn ich sie begegnen würde in der Luft, oder in die Luft, werde ich sehen, sie sind wie? Heilig
um verherrlicht zu werden in seinem Heiligen. Dann werden wir wissen, warum er es vom Anfang an bezeichnet hat als seine geheiligte und heilige Menschen, weil dann werden wir in der Praxis auch völlig heilig sein. Jetzt sind wir so 10% heilig in der Praxis oder nicht, möglicherweise ein bisschen mehr. Möglicherweise 60%, ich weiß es nicht. Die Bibel sagt uns nicht, wie viel. Wir wissen nur, wir sündigen noch, straucheln noch häufig. Aber was ich euch sagen kann, an diesem Tag wird die Bezeichnung und das Leben zueinander 100% nicht passen. Du wirst so heilig sein wie Christus, weil du wirst kein sündhaftes Fleisch mehr haben. Du wirst kein Leib mehr haben. Keine Glieder, die dir zu Sünde führen wird, sexuelle Dinge, die an die sexuelle Dinge denken lassen werden. Diesbezüglich werden wir wie Engel sein, die keine sexuelle Drang mehr haben werden. Deswegen gibt es keine Hochzeiten in dem Himmel. Niemand heiratet irgendjemand in dem Himmel, weil wir bleiben nur mit dem Herrn Jesus Christus verheiratet. Hat der Herr Jesus seinen Jüngern Bescheid gegeben. Ach, die Leute jubeln so über ihre Hochzeiten und ich war auch so erfüllt mit Freude. Ach, unsere Hochzeit, meine Geliebte und alles. Aber dies ist wie ein Nichts im Vergleich zum Paradies von dem Himmel, wird es sein. Und Christus wird sich so freuen. Sein Absicht wird sein, sein Ziel und Zweck. Ich muss bewundert werden in meinen Heiligen. Wir werden einen anderen anschauen. Es ist doch Vitali. Es ist doch Johann. Er guckt nicht mehr so böse. Er redet nicht dann zu laut und dann zu leise. Er braucht nicht, um uns jede 5 Sekunden mehr um Verzeihung zu beten. Er ist völlig heilig. Er ist völlig rein. Er ist wie Christus, so heilig ist er. Könnt ihr euch vorstellen, wie Christus sich freuen wird? Weil er hasst wie die Pest alle Ungerechtigkeit, alle Unheiligkeit, alle Unreinheit, alles Ungehorsam. Ach, er kann kaum darauf warten. Er sagt, für diesen Ziel im Zweck, habe ich mein heiliges, köstliches Opferblut als Lamm Gottes, als heiliges Lamm Gottes geopfert. Mein kostbares Blut. Und dann wird er belohnt werden, dann wird er die Fülle haben und seine Lust sehen. Jesaja 53, Verse 10 und 11. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinem heiligen Menschen und bewundert zu werden in denen, die glauben. Wir werden Christus bewundern. Ich gebe euch eine Garantie dafür. Die Bibel garantiert dies. Wir werden Christus bewundern. Wir werden staunen über wer er ist. Aussehen wird in seine heilige Herrlichkeit, in seine herrliche Heiligkeit. Aber dies wird nicht alles sein. Es wird Millionen von Menschen sein, die Christi geistliches Bild völlig tragen und haben werden. Er wird kommen, um in diese Brüder bewundert zu werden. Ich bewundere Christus in dir. Weil Christus hat jetzt, du bist jetzt geworden wie Christus. Aber du wirst nicht mehr Sanftmut und Langmut brauchen. Diese Gaben brauchen wir, diese Aspekte der Frucht des Geistes brauchen wir nur, ja. Weil niemand wird dich dort herausfordern können, um ungeduldig zu werden. Langmut garantiert wirst du nicht brauchen, ich auch nicht. Alle werden dort perfekt sein und wir werden einen anderen nicht herausfordern. Was übrig bleiben wird von der Frucht des Geistes, wird nicht mehr sein Langmut und Sanftmut und Geduld. Dies werden wir nicht mehr brauchen. Glauben werden wir auch kaum noch brauchen. Weil Glauben ist für was man nicht sieht. Aber Tatsache ist, was wir noch brauchen werden von der neunfachen Frucht vom Heiligen Geist, wovon wir in Galater 5,22 lesen, ist, die Frucht des Geistes ist Friede und Freude. Denkst ihr, wir werden noch Selbstbeherrschung brauchen? Ich denke nicht. Selbstbeherrschung zu brauchen, ich bin herausgefordert durch den Feind, er wird in meinem Sündenfleisch, um die Fassung zu verlieren, euch anzuschreien
Und mein Zorn wird nicht Gottes Gerechtigkeit verursachen. In der Situation hineinbringen, das Gegenteil wird stattfinden. Aber dort werde ich mich nicht anstrengen müssen, um kontrolliert zu leben. Es wird einfach leicht stattfinden. Der Kampf wird vorbei sein. Der Kampf wird vorbei sein. Galater 5, 16 und 17 werden wir nicht mehr brauchen, dies zu gehorchen. Der Fleisch, das Fleisch, das sündhafte Fleisch gelüstet gegen den Geist in dir und der Geist in dir gelüstet gegen das Fleisch. Weil du wirst kein sündhaftes Fleisch mehr haben. Amen. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Hoffnung Christus hat? Was für ein Sehnsucht er erfährt? Er hat genau gewusst, was noch kommen würde, als er gebetet hat. Vers 19, ich heilige mich selbst für sie. Die mit, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Und Vers 17, oh Vater, hat er gemeint, heilige sie in deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit und Christus züchtigt uns auch. Lesen wir, dass er seine Menschen züchtigt? Dies lesen wir in 1. Korinther 11, wenn wir beim Abendmahl sündigen, unter anderem. Lesen wir, dass unser heiliger Vater uns züchtigt? Dies haben wir schon gesehen. Hebräer 12, Vers 10. Der Vater züchtigt uns und der Sohn züchtigt uns, weil wir wollen sie so heilig machen, wie sie selber sind, weil ich erinnere euch für ein letztes Mal an Epheser 1, Vers 4. Heilige Söhne werde ich für mich selbst bekommen, um heilig und tadellos in meiner Gegenwart zu sein. Und dann wird es perfekt und vollkommen so sein. Jetzt können wir nur sagen, unsere Stelle nach ist es wahr, stellengemäß ist es wahr, aber praxisgemäß nicht immer ganz wahr. Deswegen streben wir dies noch als Ziel und Zweck an, völlig heilig zu werden. Tagtäglich müssen wir Buße tun für unsere Sünde. Wenn jemand mir sagt, ich tue nicht tagtäglich Buße für meine Sünde, dann denke ich, oh, er ist wahrscheinlich verloren. Weil ich muss 10-mal oder 20-mal pro Tag Buße tun. Ich kann nicht denken, dass Leute so unsensibel sein wird. Wie kann der Geist Gottes in dir wohnen und du tust nicht tagtäglich Buße? Was hast du gelernt aus dem Vater unser Gebet an? Tagtäglich, unser Vater, vergebe uns unsere Missetaten, wie wir die Leute, die gegen uns gesündigt haben, vergeben. Ich sage nicht, solche Leute sind verloren, aber ich muss dann ehrlich gestehen, dann zweifle ich. Weil solche Dinge begreife ich einfach nicht. Aber versteht ihr, wir gehen immer mehr in die Tiefe hinein. Er hat uns so geliebt und er liebt uns stets so, was er selber ist, so will er uns machen. Völlig heilig. Dies ist ein mächtiges Geschenk, um heilig zu sein, wie ich heilig bin. Und die Herrlichkeit Gottes Christus ist der herrliche Christus. Nächstes Mal wollen wir DV über seine Herrlichkeit reden, in die Herrlichkeit des Vaters. Und um seine Herrlichkeit teilhaftig zu werden, immer mehr, ist so eine köstliche Gabe, so ein köstliches Geschenk. Durch diese zwei Geschenke werden wir wie Christus und wie unser Vater und tun wir, was sie am meisten von uns haben wollen, um ihr geistliches Bild zu zeigen. Zu diesem Ziel und Zweck hat er Adam und Eva geschaffen und so, dies ist sein Ziel für uns. So ernstlich hat er seinen Vater dafür angefleht, aber er hat auch den Preis bezahlt, um dies zu ermöglichen. Ich hoffe, ihr seid nach der Predigt von heute Abend begeisterter und motivierter als je zuvor, um unserem himmlischen Vater zu gefallen, ihn zu verherrlichen und unserem Herrn Jesus Christus zu gefallen, ihn zu verherrlichen. Durch das Wirken vom Geist des Christus, damit die Dinge, wofür er gebetet hat, für uns auch immer schneller und vollständiger wahrgemacht werden würden. Je mehr wir dies tun, je mehr erfährt er die Fülle und sieht er seine Lust. Aber lasst uns wie Christus unsere geistigen Augen auf den Preis gerichtet halten, den himmlischen Jerusalem. Wo wir sein werden, wie Christus ist, ist als Sohn Gottes, so werden all seine heilige, herrliche Söhne sein. Und so werden
so wie unser himmlischer Vater auch heilig und herrlich ist, mit der Herrlichkeit und mit der Heiligkeit des Vaters, des himmlischen Vaters, und mit der Herrlichkeit und mit der Heiligkeit vom Sohn Gottes. Und dann werden auch die Engel, die verschiedenen Engel Gottes, Christus in uns bewundern. Und er wird die Ehre auf ewig kommen und sein Vater auch. Denkt ihr, dass wir eine edle Berufung bekommen haben? Denkt ihr, dass die Botschaft köstlicher ist, als was wir gedacht haben? Je tiefer man meint und gräbt, je schöner und köstlicher wird es. Ich kann es nicht glauben, dass die Leute nicht die Anwendungen machen. Was sollten wir tun? Eine letzte Anwendung. Wenn wir uns nicht fröhlich im Herrn fühlen, freuen werden, was müssen wir tun? Dann müssen wir uns, wie David und wie Christus es getan hat, im Herrn erfreuen als Glaubenssache. Nach einer Predigt für heute Morgen. Ich bin so traurig. Darüber. Aber dann warte ich, aber wird noch ein bisschen mehr kommen, um der Pastor und der Prediger so ein bisschen zu ermutigen. Nein, nichts mehr kam. Ich fühle mich traurig darüber. Ich fühle mich traurig. Ich werde nicht sagen, was alles, weil dann werde ich jemand wieder hier als schuldig beweisen. Dann werde ich wieder Ärger bekommen. Aber was wir sagen sollten nach so einer Predigt, nicht weil Johann die Predigt gepredigt hat, aber weil er die Wahrheit gepredigt hat. Ich fühle mich nicht froh, aber ich erfreue mich im Herrn und im Vater, weil ich werde noch perfekt werden. Ich habe heute Morgen wieder gehört, wirst du dir selbst sagen, solltest du dir selbst sagen, mein Vater handelt nur richtig, er hat noch keine Fehler gemacht, nur richtig gehandelt. Tatsache, dass ich noch davon beraubt geblieben bin, davon, ist eine gute Sache. Ist eine perfekte, herrliche Sache, worüber ich mich erfreuen sollte. Aus dem Grund, dass er mir dadurch befähigt, um an seine Heiligkeit Anteil zu bekommen. Weil dadurch lernen wir, durch den Stachel im Fleisch, um schwach in uns selber zu werden, um stark in Christus zu werden. Und immer mehr wie Christus zu werden. 2. Korinther 12, Vers 7 bis 10. Okay, jetzt ein Wort zu den Verlorenen. Es gibt hier Kinder und allerlei Leute, die noch verloren sind. Wisst ihr was? Meine Frau kann es auch nicht glauben. Sie hat mir heute wieder gesagt, ich kann es einfach nicht glauben. Die Kinder starren uns so an. Und niemand sucht den Herrn. Sie reden gerne über allerlei Dinge. Ich habe heute wieder gesehen, die Leute stürmen hier auf Susanne zu. Ich fühle mich geschmeichelt, dass die Kinder meine Frau so liebt. Aber sie kommen nicht hierher, um Susanne zu sagen, helfe mir, um den Herrn Jesus zu finden. Und ich weiß, es klingt auch, Kinder, als ob ich euch tadle. Aber ich tue dies in Liebe. Bis wann möchtest du noch warten? Wie lange muss Jesus Christus noch auf dich warten? Warum denkst du, bist du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen? Hast du errettete Papa und Mama? Um zu bleiben, wie du bist, oder um gerettet zu werden? Du darfst Christus nicht so zögern, warten lassen. Heute ist der Tag, jetzt ist die Zeit. Warum wartest du? Dies ist auch wahr von jedem verlorenen Mensch, der diese Predigt als Video anschauen werde oder anhören würde. Entweder auf sermonaudio.com oder auf unserer Webseite. Ich glaube, ich habe die Wahrheit gepredigt. Und dies ist, was zählt. Lass uns auf die Stimme unseres Vaters hören im Himmel, auf die Stimme unseres Herrn Jesus. Lass die Sehne Gottes werden wie der endgültige Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes, der auch Sohn des Menschen geworden ist, zu diesem Zweck geblieben ist und jetzt noch ist. Soli Deo Gloria. Amen.